Einen guten Tag aus Innsbruck und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Fahrt mit dem ÖBB Railjet und der Taurus ÖBB F16218. Wieso sage ich ausgerechnet F16218? Ganz einfach deswegen, weil wir heute nämlich mit einer, etwas besonderen Lokomotive unterwegs sind. Dazu dann aber gleich noch einmal mehr. Wir haben hinten dran einen Railjet und einen zweiten Railjet ebenfalls. Und mit diesem starten wir hier heute in Innsbruck, öffnen zu guter Anfang natürlich wieder die Türen, damit unsere Fahrgäste zusteigen können. Und der zweite Railjet, der hinten dran hängt, der hat natürlich nochmal eine weitere Lokomotive, in dem Fall auch die F16. Allerdings die, ich sag mal, normale F16, welche wir öfters antreffen, nämlich F16-224-7, ebenfalls mit einer Zulassung für Österreich und Deutschland und natürlich, wie das für alle Railjet-Garnituren und Taurus-Lokomotiven üblich ist, eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km pro Stunde. Die beiden Railjet-Lokomotiven unterscheiden sich dennoch voneinander, denn die hintere Lokomotive hat, wie unschwer zu erkennen ist, zwei Stromabnehmer auf dem Dach und die vordere Lokomotive, zu welcher wir auch gleich nochmal vorspringen, hat im Gegensatz zur hinteren Lokomotive drei Stück auf dem Dach, nämlich zwei relativ weit außen angeordnet und einen, etwas mehr in der Mitte. Was damit zusammenhängt, dass die vorderen bzw. hinteren Stromabnehmer der Lokomotive für Österreich und Deutschland sind und ebenfalls natürlich für 15 kV und der Stromabnehmer in der Mitte, wenn mich nicht alles täuscht, für die Schweiz. Denn in der Schweiz wird ein schmaleres oder dünneres Schleifstück benötigt und dafür hat eben die Lokomotive hier nochmal den Schweizer Stromabnehmer oben auf dem Dach. Und außerdem unterscheidet sich auch die F16-218 dahingehend, dass wir natürlich auch die Schweizer Zugsicherung an Bord haben und außerdem ist natürlich nochmal die Lokomotive hier auf Zürich getauft. Ja, alles in allem, die Türen an unserem Zug sind geöffnet, die Fahrgäste können einsteigen, nur wir sitzen noch nicht drinne und das müssten wir natürlich mal schleunigst nachholen. So, im Führerstand angekommen, sollten wir uns die Beleuchtung am Pult einschalten, das können wir ganz einfach mit der Taste L machen. Die Instrumentenbeleuchtung, die brauchen wir hier nicht wirklich, weil der Spannungsanzeiger von der Lokomotive ist dauerhaft mit Licht ausgestattet und die Displays, die leuchten von selbst. Was mir aber hier noch auffällt, wir müssen die Zugsammelschiene einschalten, die hat der Kollege leider vergessen und deswegen hier auch, damit unsere Fahrgäste hinten im Zug Strom bekommen für ihre Tablets aus den Steckdosen oder auch der Koch für seine Küche hinten den Fahrgästen Essen zubereiten kann. Dafür wird die Zugsammelschiene unter anderem benötigt. So, hier drüben beim Maschinendisplay sieht erstmal alles ganz gut aus. System ist auf ÖBB und damit Österreich eingestellt. Wir gehen hier dennoch in die Funktionsauswahl und gucken uns hier mal die E-Bremserhöhung an. Die können wir nämlich einschalten, hier unten mit der EB1-Taste und mit der Taste E noch einmal das Ganze quittieren. Und dann wird hier auch so cyanfarben blau unterlegt, die E-Bremserhöhung als aktiviert gekennzeichnet. Wir wechseln wieder zurück mit der Null-Taste aufs Grundbild und hier wären wir dann wieder in der normalen Übersicht. Der Stromabnehmer ist gehoben, der Hauptschalter eingeschaltet, Bremse angezogen und die Türen, die können wir bereits schließen. Dann blinkt es auch hier erst kurz gelb und sollte dann gleich auf blau umwechseln. Genau, damit sind die Türen geschlossen. Die Bremse lösen wir schon mal. Wir gucken noch mal ganz kurz hinter an den Schaltschrank. Dort sollten wir nämlich schnell überprüfen, ob die PZB und LZB funktionieren. Die Leuchtmelder leuchten und die Notbremsschleife wird bitte noch abgeschalten. So, mit dem Schnelldurchgang sollten wir jetzt hier eigentlich auch trotzdem nichts vergessen haben. Wir geben am Fahrschalter mit der Taste E die Leistung frei und bewegen den nach vorne in Leistungsstellung und fahren damit aus dem Bahnhof von Innsbruck ab. Ja, unsere Railjet-Garnitur setzt sich in Bewegung, macht sich auf in Richtung Innsbruck. Unter anderem halten wir heute in den Bahnhöfen Ötztal, Landeck Zams, St. Anton am Arlberg und natürlich last but not least Bludenz in rund 110 Kilometern. So, die Lokomotive ist schon raus oder weg vom Bahnsteig und das PZB-Wechselblinken der Leuchtmelder 85 und 70 ist aktiv. Damit dürfen wir maximal auf eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde beschleunigen.
Danach geht es dann weiter, unmittelbar ab dem nächsten Signal mit 60 km pro Stunde. Und hier können wir nochmal sehr, sehr schön sehen, wie die Lokomotive sogar selbst das Wechselblinken, den, naja, restriktiven Modus der PZB unter anderem auch, wahrnehmen kann und dann eben selbst die Leistung reduziert, damit die Geschwindigkeit von 45 km pro Stunde nicht überschritten wird. Ich werde jetzt hier dennoch noch die Leistung manuell zurückziehen und auf 0 setzen, damit eben gleich, sobald das Wechselblinken von alleine ja, entschwindet oder aufhört, dass wir in dem Moment eben nicht automatisch beschleunigen. So, das wurde jetzt deaktiviert. Sehr gut. Und ab den nächsten Signalen dann sollten wir auf eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde beschleunigen dürfen. Genau, Signal steht auf grün. Na gut, die 60 fehlt zwar, aber ich weiß, dass wir ab hier 60 fahren dürfen. Und deswegen nochmal kurz den Roadrunner aktiviert, den Zuglängenmesser, wie er auch genannt wird. Und ja, Namensgeber für den Spitznamen war eben das Geräusch der Lokomotive, dieses Miep Miep, was man auch aus den, ja, ich glaube, Warner Bros. Filmen, unter anderem auch mit, wie heißen die Figürchen? Auf jeden Fall mit diesen Trickfiguren, die sind da Namensgeber für dieses Geräusch gewesen. Und ja, der Roadrunner eben auch aus den Warner Bros. Filmen. So, wir können die Leistung gleich erhöhen. Am Bahnsteigsanfang sollte der Railjet in Doppelgarnitur durch sein. Auch wenn ich das Doppelpiepen noch gar nicht höre. 70 darf jetzt auch gleich gefahren werden und sogar 90 steht oben in der Oberleitung. Ich stelle schon mal die 90 ein. Wir beschleunigen aber erstmal auf 60. Beziehungsweise jetzt können wir eigentlich schon auf 70 beschleunigen. Und jetzt auch auf die 90. So, und weil ich es gerade hier im Nebengleis nochmal sehe, wir haben hier nochmal ein paar Eurocity Intercity Wagen. Allerdings an der Kopfform der Wagen oder an der Dachkonstruktion ist schon zu erkennen, dass es sich dabei nicht um die normalen ÖBB Intercity Eurocity Wagen handelt, aus der Eurofima-Bauweise, sondern das sind, ich glaube, Wagen, die von Siemens gebaut wurden in diesem Fall und die für, ich glaube, sogar noch höhere Geschwindigkeiten zugelassen sein müssten. So, dann habe ich gesehen, wir dürfen 110 fahren. Es müsste so gleich auch noch auf 130 hochgehen. So, wir sollten schon beschleunigen können. Leistung hochdrücken. Und das ist eben auch nochmal so eine richtig schöne Sache mit dem Taurus. Und jetzt hier sogar noch eine Doppelkombination. Haben wir halt eine wirklich geballte Power an Bord. Das ist richtig phänomenal. Und hier jetzt sogar für 130 sind wir da bestens ausgerüstet. So, aber die 130 können wir noch nicht direkt fahren, denn hier kommt, in Deutschland wäre es das EL1V. Die Ankündigungstafel für die Schutzstrecke und da wir in Doppeltraktion unterwegs sind, sollten wir natürlich auch noch den Stromhelm senken. Genau, es geht hinein in die Schutzstrecke. Wir sind durch die Schutzstrecke und wenn alle elektrischen Verbraucher, alle Teilnehmer mit Stromhelm durch die Schutzstrecke durch sind, dann können wir auch hier wieder die Stromhelme entsprechend heben. Was ungefähr jetzt der Fall sein sollte. Genau, wir sind komplett durch. Stromhimmel ist wieder oben und der Hauptschalter wird eingeschaltet, sobald hier drüben das EL-Täfelchen wieder blau leuchtet. Hauptschalter ist drinne und ab jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Geschwindigkeit erhöhen und auf 130 km pro Stunde bitte beschleunigen. Ja, während der heutigen Fahrt wird es öfters mal mit den Geschwindigkeiten auf und ab gehen. Wir werden heute öfters bremsen und beschleunigen dürfen, als das auf manch andere Strecke gang und gäbe ist.
Unter anderem sollten ab hier vorne gleich wieder die 120 gelten. Genau. Weil bei so, ja, ich sag mal, leichten Geschwindigkeitsabänderungen und, ja gut, wieder 130 jetzt. Ja, bei so leichten Geschwindigkeitsabänderungen hat man auch in Österreich teilweise auf Vorankündigungstafeln verzichtet und geht eben davon aus, dass der Triebfahrzeugführer in diesem Fall in den Fahrplan bzw. ja, in seine Unterlagen hineinschaut und das dann darüber wahrnimmt. So, Leistung wird wieder erhöht auf 130. 140 darf auch gleich gefahren werden. So, jetzt sollte eigentlich der Roadrunner aktiv sein. Jetzt sogar 150, okay. Genau, und da war er mit seinem Miep Miep. Dann auf 150 hochschalten. AFB ist voreingestellt. So, und jetzt haben wir auch noch Glück, wenn hier die HOA nicht anschlägt. Ansonsten haben wir ein anderes Problem. Aber das sollte eigentlich beim Railjet hier nicht der Fall sein. Ist ja hauptsächlich für Güterzüge und, naja, eben nicht Personenzüge konzipiert. Oder, beziehungsweise natürlich, es gilt natürlich gleichermaßen auch für Personenzüge, aber in den meisten Fällen tritt eben so eine feste Bremse oder eine vergessene Handbremse, gut, ist ja eine feste Bremse, dann auf, wenn eben ein Güterwagen, zum Beispiel bei der Abfertigung, ja, nicht alle Bremsen am Zug gelöst wurden und dann eben mit angezogener Bremse losgefahren wird. Und um das zu vermeiden oder um das frühzeitig zu erkennen, werden solche Heißluftverortungsanlagen, kurz HOAs oder Festbremsortungsanlagen, FBOA, entsprechend aufgestellt. Und die merken dann halt mit so, naja, kleinen Laserfühlern sind das, glaube ich, so Messköpfen, so Sensoren, dass eben, ja, an dem und dem Radsatz eine Übertemperatur existiert und das wird dann, ja, in Windeseile an die Fahrdienstleitung weitergemeldet, die dann natürlich letzten Endes den Zug anhält. So, 130 haben wir auf dem Tacho und dann geht es gleich wieder hinauf auf 140 beziehungsweise danach 160. So, im Hintergrund sehen wir auch nochmal die hohen Bergmassive. Also wir sind heute wirklich... Wow. Ja, ich entschuldige mich schon mal für den Grafikbug hier. Keine Ahnung, wo der herkommt. Sollte normalerweise nicht auftreten. Ja, wir sind heute mitten in den Alpen unterwegs, werden uns die Arlberg-Rampe hinaufkämpfen, aus westlicher Richtung auskommend in Richtung, aus östlicher Richtung kommend in Richtung Westen fahrend und haben dabei, ja, den steilsten Streckenabschnitt oder die steilste Rampe auf der Arlbergbahn gewählt. Der Anstieg nämlich von Ost nach West ist steiler als die Rampe von West nach Ost. Oder nein, Korrektur. Von West nach Ost ist es steiler und von Ost nach West ist es nicht so steil. Genau, heute ist es für uns angenehmer. Wir haben dafür eine, naja, längere Abfahrt. Oder eine steilere Abfahrt, besser gesagt. Weil dafür ist, glaube ich, genau, der Streckenabschnitt, in welchen wir jetzt einfahren, der ist zwar steiler, aber kürzer. Und die Rampe, die es dann hinuntergeht für uns, die ist länger, aber flacher. So, jetzt haben wir es. Und 160 ab hier bitte. Hebel nach vorne. Volle Kraft voraus. Captain Aha. Wie die Lokomotive Leistung saugt. Kurz mal gucken, wir sind in Inzing. 160 haben wir auf dem Tacho. Und weit und breit erstmal keine Geschwindigkeitsabsenkung zu erkennen. Das gefällt mir natürlich gut. Das ist ein angenehmes Fahren. Grüß dich, Kollege. Ja, moin, Ingo. Und tschüss,
mit einem Zug wurde es da gerade wegteleportiert. Ja, das UFO habe ich leider nicht gesehen, was sich aufgenommen hat. Aber da ist der Zug wahrscheinlich in eines der Portale hier auf der Strecke gefahren. Das gibt es, dass Züge dann manchmal ja, abrupt verschwinden, wenn sie auf der Strecke in ja, sogenannte Portale hineinfahren. Die wurden dafür eingebaut, um eben im Simulator ja, virtuell mehr Züge auf der Strecke fahren lassen zu können, sodass diese dann eben wieder aus dem Spiel ja, bei Nichtgebrauch entfernt werden. Und wahrscheinlich ist genau an dieser Stelle so ein Portal gewesen. Das sollte normalerweise immer nicht dann auftreten, wenn sich der Spieler mit dem Zug unmittelbar daneben befindet. Aber in dem Fall, ja, war es jetzt eben so. Entweder weil wir überpünktlich sind oder weil wir Verspätung haben. Eins von beiden. Darfst dir die Situation aussuchen. Wir haben noch 18,3 Kilometer laut der Anzeige, aber ich traue der Anzeige noch nicht so richtig. Wir haben nämlich noch 25,5, genau. Dann sind wir in Ötztal. In Ötztal sollten wir dann anhalten. Muss ich unbedingt dran denken, nicht, dass wir da durchbrettern. So, wir haben zwar gerade 160 auf dem Tacho, aber hier ist weit und breit keine Absenkung der Geschwindigkeit zu sehen. Mittlerweile müssten wir schon vorbei sein, aber am Innsbrucker Flughafen sollte auch diese Strecke hier vorbeiführen. Und ich müsste auch sogar schon mal in einem anderen Video, und zwar aus dem Urlaub, von dieser ja, Ausfädelung oder von der Ausfahrt aus Innsbruck, richtige Videos hochgeladen haben. Also richtige Videos im Sinne von Trainspotting-Videos, die eben hier an der A-Bergbahn angefertigt wurden von mir, als ich vor einigen Jahren ist es schon gewesen, in Österreich zu Besuch war. Eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, Innsbruck, und auch die Umgebung ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gerade hier dieses Tal, welches wir aktuell durchfahren, mit wirklich rechts und links hohen Bergen, sieht wunderbar aus. Und auch von der Autobahn aus kann man die ja, weitgehend einsehen. Das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt ja, ziemlich interessant, aber störend empfand, waren die teilweise sehr ja, komisch angeordneten Geschwindigkeiten, wie sie auf der, ich glaube, Arlberg-Autobahn ist das sogar, angeordnet waren. Unter anderem, weil da Baustellen waren zu dem Zeitpunkt und naja, da war alles ziemlich, ja, ich sag mal, durcheinander. Ja, komm. Gib mir mal schon die E-Bremse. Na, okay. Ich hab's gesehen, Zugbeeinflussung. Wir fahren auf einen Halt zu. Also bitte etwas steiler runterbremsen. E-Bremse habe ich voll eingelegt. Die Lokomotiven schaffen das auch ohne Probleme gerade. Das müssen wir nochmal quittieren, okay. Der Signalnachahmer ist etwas hinterlistig heute. Hier ganz wichtig, wachsam nochmal drücken. Und zugegeben, wir haben etwas steil runtergebremst. Aber lieber etwas zu viel als zu wenig. Die Bremsen sind gelöst. Keine Ahnung, wieso das T gerade blau geblinkt hat. Darf es eigentlich nicht. Die Türen sollten hier nicht geöffnet werden. Und ja, der Tausender wird uns jetzt voraussichtlich bis zum Hauptsignal hier begleiten. Und da wir jetzt schon ja, die Kennlinie der PZB stark unterschritten haben, werden wir ziemlich langsam auf das Signal zufahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich hierbei um eine Signalstörung handelt oder ob das tatsächlich aufgrund eines vorausfahrenden Zuges auf Halt steht. Wir werden es gleich sehen. Entweder schaltet es von alleine um, oder ich muss im Stellwerk anrufen. Je nachdem. Wir können kurz den Moment nutzen und zwischenspeichern. Denn auch das ist hier auf der Arlbergbahn wirklich zu empfehlen. Ich hatte schon einige Male, als ich hier mit euch unterwegs gewesen bin, und mir dann der Simulator plötzlich abgeraucht ist, auf der Hälfte der Strecke. Und dann, wenn man halt vergessen hat zu speichern, ja, das ist dann ziemlich ärgerlich. Wir können deshalb so schön langsam fahren, weil es eigentlich nichts ausmacht, wie schnell wir jetzt auf das Signal zubrettern. Und ich werde auch mal ganz kurz den Hörer in die Hand nehmen und im Stellwerk anrufen.
da ist kein Durchkommen. Okay, da ist scheinbar irgendwas vor uns. Wenn wir gleich mit dem Zug stehen, werde ich mal in die Übersichtsansicht hineinschauen. Aber ich kann dort vorne schon einen Talentzug deuten. Eventuell ist der für unsere Verzögerungen zuständig. Der müsste sich auch, wenn ich es richtig sehe, schon bewegen. Also naja, einen Moment mal Geduld für die Fahrdienstleitung. Die wird gerade wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben. Na, die E-Bremse ist jetzt wahrscheinlich nicht eingekuppelt. Jetzt sollte sie es wieder sein. Genau. Und damit kommen wir jetzt zum Stehen. Unmittelbar sogar vor dem Fernsprecher. Also wenn wir keinen Funk zur Verfügung haben sollten, könnten wir auch den Fernsprecher nutzen. Insofern er natürlich noch betriebsfähig ist. So, hier stehen wir mit unserer Railjet-Garnitur. Nur der Kollege, der lässt noch auf sich warten. Ja, grüß dich. So, Signal wird auf grün. Oder auch nicht. Komm schon, lieber Kollege, gib uns freie Fahrt. Ah, okay, das ist jetzt semi-optimal. Ja, Telfs Pfaffenhofen, den Bahnhof kennen wir. Hier sind wir schon abgefahren. Ebenfalls mit einem Nahverkehrszug mal. Ja, die Strecke ist frei. Das sieht mir stark nach einer Signalstörung in diesem Fall aus. Deswegen machen wir jetzt im Simulator mal Folgendes, da weder die Tab-Taste hilft, noch der Anruf beim Fahrdienstleiter. Ich mache es auch nochmal in der entgegengesetzten Richtung, aber auch hier. Es hat leider keinen Sinn. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir überfahren das Signal selbsttätig. Das dürften wir in echt eigentlich nicht. Würden wir in echt auch nicht machen. Aber hier im Simulator sind wir, ja, in manchen Situationen eben Lokführer, Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter in einem. Das kann jetzt gut enden. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt hier irgendwo an einer Weiche ein Problem bekommen. Ganz wichtig, schön langsam fahren und PZB-Befehl 40 bei der Überfahrt am Hauptsignal betätigen. Der Leuchtmelder sollte auch gleich aktiv werden. Befehl 40 leuchtet. Kann wieder losgelassen werden. Und dann fahren wir erstmal bis hier vor zum Verschubsignal. Ja, damit haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal Verspätung eingehandelt. Die Weiche sollte auf gerade gestellt sein, ne? Ist auf gerade gestellt, ist auch auf gerade gestellt. Auch gerade. Wir bleiben also hier im Regelgleis drinne. Ja, die Durchfahrt ist eigentlich gesichert durch Telfs Pfaffenhofen. Gut, wir orientieren uns jetzt wieder an den 40 km pro Stunde, bitte. Wie gesagt, was wir jetzt hier gerade durchführen, das ist nicht so vorschriftsmäßig. Sollte so bei der echten Bahn gar nicht stattfinden. Und wie gesagt, wir sind ja sowieso, das erwähne ich immer wieder, hier in einem Spiel, auch wenn das Train Simulator getauft wurde, aber es ist ein Spiel und kein Echtzeitsimulator in dem Sinne. So, Wechselblinken ist aktiv, ne? Aber das sollte die Lokomotive, das können wir jetzt mal demonstrieren. Die sollte das eigentlich von selbst mitbekommen und die Geschwindigkeit oder die Leistung hier reduzieren. So, nächstes Signal steht wieder auf freie Fahrt, okay. Ja, wie gesagt, das ist jetzt sowieso nicht so vorschriftsmäßig. Deswegen hier befreien und dann gib ihm. Genau. Sämtliche PZB-Restriktionen sind jetzt inaktiv. Wir können VMAX 160 wieder ausfahren und das werden wir auch. Das ist das Schöne hier am Bahnhof Telfs Pfaffenhofen. Die Bahnsteige sind eben an separaten Gleisen,
an extra Bahnsteiggleisen, sage ich jetzt mal, vorhanden und eben nicht auf diesen, ja, wahrscheinlich Durchfahrtsgleisen in der Mitte. Wenn wir die 160 gleich erreicht haben, würde ich auch ganz gerne nochmal die E-Bremse schon entkuppeln, damit wir mit der dann gerade auch bei der Abfahrt an der Arlberg-Rampe, dass wir mit der dann schön eigenständig arbeiten können. Aber so viel dazu dann, wenn wir die 160 erreicht haben gleich. So, Ötztal 16 Kilometer, fast noch 17. Voraussichtliche Ankunft 14.10 Uhr, voraussichtliche Abfahrt 14.12 Uhr. Aktuell sagt die Uhrzeit ja, 14.11 Uhr. So viel dazu, also Fahrplan einhalten ist heute nicht. Immerhin, wir können noch mit 160 fahren. Da sollten wir die nächsten Kilometer im Winde verwehen lassen. So, jetzt mal ganz kurz hier zur E-Bremse bitte. Ja, okay, ist entkuppelt. Sehr schön. So, durch den Bahnhof durch. Kurz mal rinnen und noch gucken in die Wagen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht während der gesamten Fahrt. Ja, typischer Railjet 1 halt. Also Railjet 1 sage ich deswegen, weil natürlich auch, ich glaube im Jahr 2022 bereits die Auslieferung des Railjet 2 oder des neuen Railjets geplant ist, welche hauptsächlich als Intercity oder ebenfalls wieder Eurocity geplant werden soll. Ursprünglich war dessen Höchstgeschwindigkeit auch auf 200 km pro Stunde angesetzt, wurde aber mittlerweile laut Herstellerangaben wieder auf 230 angehoben. Mal gucken, was der fertige Zug dann wirklich fahren darf am Ende. Und ja, ansonsten neues Designkonzept für den Zug. Im größten Teil aber dennoch eben an ja, das alte Konzept hier, wie man es auch vom ich sag mal, Railjet 1 eben kennt. Die Farben werden sich ein bisschen unterscheiden, der Aufbau wird ein bisschen anders sein, aber im Großen und Ganzen ja, passt das Designkonzept eben zusammen und schaut auch, wie ich finde, eigentlich ziemlich gut aus. Eingesetzt werden sollen die Züge auf der Relation München-Innsbruck-Brennero-Brenner, also im Italien-Deutschland-Verkehr. Das soll so die erste Strecke mit sein, wo die Züge fahren sollen. Und natürlich ebenfalls umspannt mit Taurus-Lokomotiven. Okay, freie Fahrt. Was sagen die Signale? Hoffentlich auch freie Fahrt. Ja, alles gut. Ja, da müssen wir heute gerade bei 160 km pro Stunde sehr wachsam sein, weil meistens sind die Bremswege dann auch doch so kurz, dass das ja, gerade so reicht, wenn man eben auf 160 runterbremst. Da vorne kommen dann wahrscheinlich die Hauptsignale für die Bahnhofseinfahrt. Haben wir ja sogar noch ein bisschen Glück, dass wir heute ja, nicht die ganz steile Strecke hinauffahren müssen, also nicht den steileren Streckenabschnitt, sondern hier eher den langgezogenen Aufstieg haben und wir uns eben so bis zum Scheitelpunkt hinaufkämpfen, der ja ungefähr zwischen ja, St. Anton am Arlberg und Langen am Arlberg liegen müsste und damit direkt im Arlbergtunnel. Da kann man ja auch sehr, sehr schön den Scheitelpunkt eigentlich nochmal erkennen. Insgesamt überwinden wir hier auf der Arlbergbahn jeweils, abhängig natürlich von der Seite, von der man kommt,
zwischen 730 und ca. 750 Höhenmetern, die auf der gesamten Arlbergbahn eben überwunden werden. Und naja, mit einer Streckenlänge von über 100 Kilometern ist das trotzdem ziemlich viel, aber dennoch auf diese langgezogene Rampe eben ganz gut machbar. Andersrum von Bludenz auskommend ist es dann gerade für Güterzüge wieder etwas schwieriger. Und da sind wir ja auch schon einmal ein wirkliches Chaos-Szenario gefahren mit der ER20 im Schneesturm. Und dann hatten wir, ich glaube, entweder eine Zwangsbremsung oder ein rotes Signal bekommen auf dem steilen Streckenabschnitt von Bludenz auskommend in Richtung St. Anton am Arlberg hinauf. Und da dann wieder anzufahren mit dem schweren Güterzug, ich glaube, wir hatten sogar ER20 Doppeltraktion. Aber das war wirklich ein Highlight. Und dann noch bei Dämmerungsbeginn und schlechten Sichtverhältnissen. Der Bahnhof von Ötztal kommt in 3 Kilometern und wow, die nächste Schutzstrecke. Okay. Zack, raus mit dem Hauptschalter. Runter mit dem Stromabnehmer. Der ist unten, genau. Und die Schutzstrecke. Ja, die 140 habe ich gesehen. Ganz wichtig, wir können jetzt gerade nur mit Luftdruckbremse bremsen. Stromabnehmer wieder hoch und Hauptschalter rein in 3. 2, 1. Zack. Nein. Jetzt erst, okay. So, auf 140, nicht auf 100. Aber doch, trotzdem, wir müssen schon noch runter auf 100. Denn Ötztal kommt. Oder beziehungsweise unser Zug fährt auf Ötztal zu. Ötztal selbst sollte sich nicht bewegen. 140 weiterhin, alles klar. Und die Verschubsignale, die interessieren uns an dieser Stelle nicht. Da kommt dann, hauen wir voll rein mit der E-Bremse. Die kann das ab. Passen wir da überhaupt an den Bahnsteig dran? Ich glaube, die 80 sind nicht für uns. Und das Schöne ist natürlich auch, wir können den Railjet hier in Hochabbremsstellung R fahren oder müssen das Ganze sogar. Und damit haben wir hier wunderbare Bremseigenschaften, so dass wir eben super hier am Bahnsteig anhalten können. Wir sollten uns jetzt wirklich mit dem eigentlichen Haltepunkt des Zuges am Signal vorne vereinen, damit wir eben die gesamte Bahnsteigslänge ausnutzen können. So, okay, das passt so. Die Türen in Fahrtrichtung rechts bitte öffnen und damit dann die Fahrgäste einsteigen lassen. Das passt ganz gut. Der Zug steht vollständig am Bahnsteig dran. Und hier drüben, habe ich noch gar nicht gesehen, Dreifachtraktion Taurus. Sehr cool, sieht man etwas seltener, aber ist natürlich auch möglich. Mich wundert es nur, dass alle drei Lokomotiven aufgebügelt sind. Und vor allem alle drei Lokomotiven die Spitzenlichter eingeschaltet haben. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, es geht heute schnell. Türen wieder zu und weiter geht's. Luftdruckbremse auslösen, E-Bremse löst sofort. Die Tür, kann ja nicht gehen. So, Signal ist noch auf grün. Wir haben keinen Signalhaltrückfall. Und damit raus aus dem Bahnhof von Ötztal. Geschwindigkeitsprüfeinheit 110 km pro Stunde. Richtung Bludenz, okay. Der ist sogar eingezeichnet, cool. Könnte eigentlich öfters drin sein. Dann hat man die Probleme manchmal nicht. Ja, der wird wahrscheinlich hier beginnen mit dem Einschaltmagneten und dann... Ja, genau, das wird er sein. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ja, 80. Ja, die sind doch für uns. Also ich muss sagen, dafür stand aber die Signaltafel sehr weit weg.
das ist schon, ja, ein bisschen hinterlistig. Oder vielleicht habe ich auch nur die andere Tafel nicht gesehen. Das ist natürlich auch möglich, dass die vielleicht noch oben in der Oberleitung drin hing. Aber ich habe mich rechts auf die konzentriert, die da ja doch so, ja, wirkte, als würde sie eigentlich eher für das Bahnsteigsgleis rechts neben uns nochmal mit gelten. Also wegen der Weichenverbindung etc. Aber das macht natürlich Sinn, dass man hier nur 80 fahren darf. Grund dafür die engen Kurvenradien. Okay. Nächster Halt unserer Reise wird dann der Bahnhof von Landeck-Zams sein, in roundabout 25 Kilometern. Und an dieser Stelle begrüßen wir natürlich auch alle in Ötztal zugestiegenen Fahrgäste, hier im Railjet 162, 562 in Richtung Bludenz. Nächster Halt dann Landeck-Zams. Die voraussichtliche Ankunft in Landeck-Zams ist um 14.34 Uhr. Die tatsächliche Zeit wird sich um wenige Minuten nochmal verspäten. So, das Ganze geht jetzt hier relativ gemütlich die Arlberg-Rampe, den Arlberg-Pass hinauf. Je nachdem, welche Rampen- oder Anstiegsstrecke man jetzt hier begutachten möchte. Und auf der Ostrampe sind wir mit einem Gefälle von, ich glaube, 26 Promille. Und auf der Westrampe waren es irgendwie 30 oder 35 Promille, irgend sowas in der Gegend, die wir uns da eben den Berg hinaufzukämpfen haben. Signal ist grün, wunderbar. Genau, und das ist nochmal ein schöner Zeitpunkt, um ganz kurz in die Außenansicht zu wechseln. Hier können wir immer nochmal den kompletten Zug von oben sehen. Und dann nochmal bitte den schönen Railjet, wie er sich den Berg hinaufkämpft. Ja, ich habe mich heute mal für die Arlbergbahn deshalb entschieden und vor allem für den Railjet, weil das ja einer der aktuell noch mit am längsten Strecken oder einer der längsten Strecken mit im Train-Simulator ist, für Österreich speziell auch. Und den Railjet habe ich deswegen ausgewählt, weil wir ihn schon seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gefahren sind. Und weil das doch eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug ist, was auch ja mittlerweile schon wieder ein kleines Refresh eigentlich gebrauchen könnte, aber dennoch auf einem sehr aktuellen Zustand ist. Und auch wirklich mit zu einem der schönsten Fahrzeuge, wie ich meine, im Train Simulator zählt. Also da hat es der Railjet wirklich drauf. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen hat der einen sehr, sehr, sehr großen Funktionsumfang. Und zum Thema Funktionsumfang, könnte man auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es wird sehr, sehr oft gefragt, wieso denn die Fahrzeuge hier in den Videos so viele Funktionen haben und die Fahrzeuge, die eben der ein oder andere Zuschauer kauft, eben leider nicht besitzen. Das hängt damit zusammen, dass manche Fahrzeuge eben von Dovetail Games produziert werden und diese meistens nicht so den Wert darauf legen, dass es Fahrzeuge sind mit großem Funktionsumfang, sondern eher Fahrzeuge, die optisch sehr gut aufgearbeitet sind, aber dafür eben vom Funktionsumfang halt eher für den, ich sag mal, nicht so ambitionierten Train-Simulator-Spieler vorbereitet sind. Also sprich, der Simulationsumfang ist dann da meistens nicht so groß, was aber auch nicht für alle Fahrzeuge von DTG zutrifft. Auch da gibt es Fahrzeuge, die wirklich sehr, sehr gut und sehr umfangreich umgesetzt wurden, wo es schon wirklich teilweise erweiterter Kenntnisse bedarf. Aber mit ein bisschen Handbuch lesen, mit ein paar Videos gucken, sollte im Großen und Ganzen die Funktionsweise der Fahrzeuge relativ schnell erschlossen werden können. Ja, jetzt hier auch nochmal sehr schön zu unserer Rechten das Gewässer. Das wird wahrscheinlich ein Fluss sein. Aber welcher?
da verlassen mich gerade meine Geografiekenntnisse. Es könnte natürlich wegen Innsbruck der Inn sein, aber ich glaube, das ist er nicht. Aber es würde Sinn machen, gerade mit dem Verlauf des Tals. Es könnte der Inn sein. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Also es wäre zumindest denkbar, dass es der Inn sein könnte, aber ich möchte mich jetzt nicht drauf versteifen. Falls es nicht der Inn sein sollte, gilt wie immer, bei irgendwelchen Fehlern, die auch auffallen sollten, einfach unten in die Kommentare schreiben. Solange das Ganze konstruktiv und ja, verbessernd ausgeführt ist, ist es immer sehr, sehr willkommen. Aber wenn es destruktiv ist, ihr wisst, dann geht der Müll einmal auf und der Kommentar fliegt da rein. Das ist kein Problem, ein Klick, deswegen einfach das Ganze freundlich und konstruktiv formulieren und dann bin ich da jederzeit für Fehlerkorrekturen offen. Ja, wir kämpfen uns jetzt die Arlberg-Rampe hinauf, sind jetzt hier wieder in einem ja, zweigleisigen Abschnitt. Es geht auch direkt wieder in den Bahnhof hinein. Und der Großteil eben der Arlberg-Strecke war ja, oder beziehungsweise die komplette Arlberg-Strecke war ursprünglich eingleisig geplant, wurde dann zweigleisig ausgebaut und wir sehen es auch hier dann natürlich während der Fahrt, es sind nicht alle Streckenabschnitte zweigleisig ausgebaut, gerade eben nach Ötztal ja, ging es ja schon los, hier geht's weiter und keine Ahnung, was da für ein Busch runterhängt oder was das für eine. Okay, das ist echt komisch. Was da für eine Riesentanne runterhängt. Ich komme hier gerade vor wie im Urwald. Aber na gut. So, 80 weiterhin auf dem Tacho. Und dann, wow, 110 sogar. Okay, das wird cool. Dann, wir ziehen schon mal die Leistung ein Stückchen zurück. 110 schon mal ansteuern. Roadrunner aktiviert. Und dann macht's gleich meep meep, wenn wir schneller fahren dürfen. Was jetzt der Fall sein sollte in 3, 2, 1. Genau, Leistung schön nach oben drücken. Allein was die Lokomotive hier gerade an Leistung bringt. 180 kN jetzt schon. 200. Ja, komm, wir geben noch ein bisschen mehr. 250 möchte ich noch erreichen. Komm, ja. 250, ja, fast 260 kN. Das zieht ordentlich. Und ich meine, bei einer Doppeleinheit Railjet ist es auch durchaus angebracht. Ja, hier wird gerade irgend so ein komischer Schatten mitgezogen, der zum Glück jetzt scheinbar wieder verschwindet. Und irgendwie ist die Strecke heute ziemlich grafikfehlerreich. Könnte damit zusammenhängen, dass hier bestimmte Vegetationsobjekte scheinbar Probleme verursachen. Ich dachte eigentlich, das beim letzten Mal in den Griff bekommen zu haben, aber scheinbar, ja, wirkt sich das immer noch negativ aus. Landeck-Zams in ca. 14 Kilometern. Da haben wir eine Geschwindigkeitsabsenkung. Das könnte ein GPA sein. Imsterberg. Ne, hier kommt der GPA. Der ist zum Glück ein Stückchen weit nach hinten verlegt worden. Sehr gut. Ja, und damit haben wir auch die 80 deutlich unterschritten. Aber der GPA sollte sowieso auf 90, 95, würde ich meinen, eingestellt sein. Also definitiv nicht auf die 80 genau.
Ja, und wenn wir auch auf die zurückgespeiste Energie gucken, hier unten rechts im Display angegeben in Kilowattstunden, dann sehen wir schon relativ deutlich, wir haben ja jetzt genau ein Zehntel der Leistung schon durch das Abbremsen alleine wiedergewonnen. Besonders interessant wird es dann natürlich nochmal, wenn wir die westliche Arlbergrampe runterfahren, eben mit den ziemlich steilen Steigungs- und Gefällegraden. Also da dürfen wir dann bestimmt nochmal an die, ich würde so mal sagen, 1000 Kilowattstunden rausholen. Na, wenn es gut hinkommt, 1000. Mal gucken. Wobei, das ist echt ein bisschen hochgefasst. Sagen wir mal, 750 erreichen wir mindestens. Jetzt so meine Schätzung. Und 90. Also auf der Arlbergrampe oder Arlbergbahn wirst du auch hier auf Trab gehalten. Das muss man sagen. Ständiges Auf und Ab mit den Geschwindigkeiten. Da ist keine Zeit zum Zurücklehnen. Soll ja auch nicht langweilig werden. Wir gehen auf 90 schon mal hoch mit der AFB und ziehen jetzt mit der Leistung nach. Ich würde mir nur so ein bisschen mehr Licht hier im Führerstand wünschen, dass die Instrumente hier unten, oder allgemein Führerbremsventil und Fahrschalter, dass das ein bisschen heller ist. Ich kann natürlich auch die komplette Führerstandsbeleuchtung einschalten, aber das ist äußerst unschön. So, ich gucke hier immer manchmal so hektisch nach den Bahnhöfen, weil ich gerne mal nicht daran denke, dass wir anhalten müssen. Das ist eben auch der Grund, wieso ich so gerne Güterzüge fahre. Wenn da grün ist, kannst du fahren. In den meisten Fällen. Und ja, anhalten tust du in der Regel nur am Zielort. Es sei denn, du hast so eine Art Lumpensammler, der irgendwo in den Bahnhöfen eben einzelne Wagen noch aufnehmen muss. Gibt's ja auch. Aber ansonsten fährst du da entspannt durch. Das ist eben mit dem Railjet und Personenzügen meistens nicht so. Das sind in dem Sinne keine, naja, Einzelzielleistungen. Da fährst du in der Regel mehrere Ziele an. Ja, ich glaube, Schönwies hatten wir gerade durchquert. Bei 63 müsste das ja ungefähr gelegen haben. Und dann müssten wir auch gleich schon im Handumdrehen in Landeck Zams ankommen. Da sollte es dann auch, glaube ich, nochmal einen Kilometrierungswechsel unmittelbar vor Landeck geben. Und dann müssten auch gleich noch zwei Tunnelbauwerke kommen oder eine Brücke. Ich glaube, es kommt sogar die große Brücke auf der Arlbergbahn hier, die auch als Vorschaubild dient für den Simulator hier. Ah, sehr schön. Da drüben auch ein Industrieanschluss. Sicherlich eine Ausweichanschlussstelle. Kurz Avanst. Das hat nichts mit irgendeinem Wanst in dem Sinne zu tun, sondern wenn hier eben Züge reinfahren, dann ist es dennoch möglich, den Zugbetrieb auf der Hauptstrecke außen aufrechtzuerhalten. Also Züge können an so einer Stelle theoretisch überholt werden, ja, andere Züge überholen lassen und einfahren. So, 140 dann gleich wieder. Grüß dich, Kollege. Wow, 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 wow. So, und wenn die Doppeleinheit vorbei ist, dann können wir auch mit unserer Doppeleinheit auf 140 hoch. Das ist das Schöne, wenn der Kollege im Nebengleis steht. Da brauchen wir nicht extra den Roadrunner zu setzen. Weil im Grunde genommen läuft im Fahrzeug... Okay. Da ist gerade irgendwas mit der Soundkulisse nicht in Ordnung. Die EFX-Sounds sind außerhalb des Tunnels aktiv.
sollte sich eigentlich gleich wieder beheben. Hoffe ich. Was ist denn das jetzt? Ja, ganz kurz mal mit ESC das Menü geöffnet, beziehungsweise mit der Unterbrechungstaste an der Stelle zwischenwirken. Dann schaltet sich sowas manchmal wieder ab. Mal gucken, ob es jetzt hier wieder auftritt. Aber hier kommt jetzt scheinbar gar keine EFX-Unterstützung. Nee, hier ist jetzt gar nicht zu hören. Wahrscheinlich erst genau dann wieder, wenn wir aus dem Tunnel raus sind. So, und damit nächster Halt Landexams. Geschwindigkeitsankündigung 100 und voraussichtlicher Bremsweg noch 1 Kilometer bis Bahnsteig Anfang. Muss sicherlich nicht bestätigt werden, aber ich mach's trotzdem. Jetzt kommt der EFX-Sound. Das war knapp. Da lag ein GPA. Ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Aber es könnte auch sein, dass die in Österreich etwas anders bezeichnet werden. Das ist eisenbahntechnisch immer nochmal eine komplett andere Welt. Hier auch wichtig, Wachsamkeitstaste drücken. Dann hat man da zwei grüne und ein gelbes. Hier eine 70. Und damit sind 60 zur Ausfahrt zu erwarten. Also das ist wirklich was, was ein bisschen nervig ist, wenn der EFX-Sound außerhalb der Lokomotive aktiv ist, obwohl man aus dem Tunnel raus ist. So, der Ausstieg erfolgt für alle Fahrgäste, die in Landexams unseren Zug verlassen möchten, in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die den Zug in Landexams verlassen. Ja, wir können durchfahren, okay. Also, nicht durch den Bahnhof, aber problemlos. Bis in den hinteren Abschnitt. So, wir bringen den Zug hier schon zum Stehen. Die Bahnsteiglänge ist mehr als ausreichend. Und damit Türen öffnen. Ganz kurz nochmal den EFX-Sound deaktivieren lassen. Ich hoffe, dass das heute nicht noch öfters kommt. Was ist denn nur los heute? So, wieder in die Innenansicht gewechselt. Hier die Bremse schon mal leicht lösen. Noch nicht komplett. Wie gesagt, der Zug steht zwar im Bahnhof, aber der müsste leicht angeschrägt sein. Boah, ey, echt, das ist nervig. Woher kommt denn das jetzt? Liegt es an dem Railjet? Ansonsten machen wir den EFX-Sound für zukünftige Fahrten auf der Arlbergbahn aus. Das ist auch kein Problem. Ganz kurz nochmal. Pausenmenü, ein paar Sekunden gewartet. So, Leistung auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es lässt sich gerade nicht umgehen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen, auch wenn ich nichts dafür kann. Das liegt am Spiel.
So, Wechselblinken ist aktiv. Wir durften mit 60 ausfahren. Und damit ziehen wir aus Landexams hinaus. Vor uns nochmal zu sehen auf der linken Seite der Alpenstaubsauger. Reihe 1144. Genau, und dann gleich 70. Aber erstmal an den 60 orientieren, bis wir den weichen Bereich verlassen haben. Oh, jetzt wird's steil. Aber keine Sorge, das ist im Gegensatz zur Westseite noch eine relativ geringe Steigung. So, und dann jetzt wieder hier die 70. Nächster Halt, St. Anton am Arlberg. Danach sollte dann auch der Scheitelpunkt der Strecke überquert werden. Ja, ein eigentlich doch so schönes Bild, wären da jetzt nicht noch die Probleme des Sounds im Hintergrund. Eine Idee hätte ich noch. Nämlich, dass wir einfach ganz kurz so weit wegfliegen, dass die Soundunterstützung nicht greifen sollte, aber sie ist dennoch tot. Ja, und hier gibt es dann eben den weiteren Verlauf der Strecke hinauf. Es schlängelt sich jetzt hier die ganze Zeit wirklich bis zum Scheitelpunkt eigentlich hinauf, wo dann auch irgendwann der Tunnel oben erreicht wird. Und im Arlberg-Tunnel selbst müssten wir dann, ich glaube, auf der Mitte ungefähr den Scheitelpunkt sogar sehen können. Weil da siehst du dann richtig, wie das, ja, wie so eine Art Pyramide spitz in der Mitte hinaufsteht. Wenn wir jetzt hier mal runter gucken, dann sehen wir schon, da geht es schon ziemlich steil den Berg runter. Ein Versuch nochmal ganz kurz. Ich weiß es nicht, es möchte einfach nicht weggehen. Das ist so schade gerade. Aber ich merke gerade, in der Lokomotive geht's. Da merkt man eigentlich wenig jetzt von dem Problem. Es sei denn, ich glaube, wir drücken aufs Horn. Nee, auch dann nicht. In der Lokomotive ist es jetzt auf einmal weg. Na gut, dann bleiben wir jetzt erstmal für einen Moment in der Lokomotive drinne. Ist gar nicht so schlimm, weil außen wird sich jetzt erstmal nicht so viel abspielen. Hier unten nochmal ganz kurz der Blick auf die Autobahn. Die eben auch in Richtung, ja, ich glaube sogar St. Anton am Arlberg führt. Wurde auch als, ich glaube, Arlberg-Autobahn benannt. Und auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, einen Arlberg als solchen Berg selbst gibt es nicht. Es gibt lediglich eine Region vor Arlberg, beziehungsweise ein österreichisches Bundesland, was eben ja, mit diesem Namen ja, versehen ist. Aber einen Arlberg als den Berg, wie meinetwegen die Zugspitze, den gibt es nicht. Es gibt auch eine Bergverkettung, eine Arlberg-Autobahn, einen Arlberg-Pass, beziehungsweise die Arlberg-Rampe, jetzt hier unsere Arlberg-Eisenbahnstrecke. Also ziemlich viel, was mit dem Begriff Arlberg assoziiert wird, aber der Berg, von dem ist keine Spur. Ich glaube immer noch, dass das da unten der Inn ist. Es müsste der Inn sein, weil mir ist eigentlich auch nicht bekannt, wo der Fluss, wenn es denn nicht der Inn sein sollte, in diesem Tal eben, ja, wo der eben lang fließen sollte, weil er kann eigentlich nur von hier kommen. Also er muss entgegengesetzt unserer Rampenauffahrt hier
eigentlich in Richtung Innsbruck fließen und damit natürlich auch der Stadt den Namen verliehen haben. Also ich bin mir eigentlich so zu 90-95% sicher, dass es der Inn sein müsste. Weil ich glaube, es gibt sogar eine Brücke hier auf der Strecke, die Innbrücke heißt. Das müsste nämlich die große sein. Soll eigentlich auch gleich noch die kleine Burg zu sehen sein. Die müsste in Fahrtrichtung links, glaube ich, auftauchen. Ach so, ja. Da gab es ja so ein Problem draußen. Aber wie wunderschön echt der Zug hier noch schimmert. Und gerade auch zur Mittagszeit macht das natürlich nochmal einen ganzen Hauch mehr Spaß. Weil einfach das Fahrzeug wirklich schön sichtbar ist. Und jetzt hier beim Streckenkilometer 78,8, da wird es dann nochmal ziemlich interessant. Gerade was auch die Hangbauweise der Strecke angeht. Die verläuft jetzt nämlich immer mehr zunehmend am Steilhang. Und besonders bei der Abfahrt dann auf der anderen Seite, also nach St. Anton am Arlberg, beziehungsweise nach Langen am Arlberg, dort wird es dann nochmal besonders schön. Aber auch das hier, das ist schon sehr imposant und beeindruckend für das Bauwerk seiner Zeit. Weil auch die Arlbergbahn müsste 1880 so in der Dreh, 1885, oder nee, 84 genau, 1884 war es bei der Arlbergbahn, da wurde die, glaube ich, eröffnet. Und die ersten Züge sind im September des Jahres damals gefahren. Damals müsste sie auch noch unelektrifiziert gewesen sein. So, hier die angesprochene Burg und dahinter. Jetzt wirklich mal ganz kurz Pause. Die wunderschöne Brücke. Die müsste unter anderem im Musikvideo von, ich glaube, Ed Sheeran war das, zu sehen gewesen sein. Sehr, sehr, sehr cool. Der Blick wirklich phänomenal. Ja, und wieder zurück in die Lokomotive. Genau, das sollte die Trisanna-Brücke gewesen sein. Und daneben das kleine Bürglein. Ja, um vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt mit dem Musikclip oder mit dem Videoclip aus dem Musiktrailer, um auf den zurückzukommen. Das Video wurde, glaube ich, an dieser Brücke gedreht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine doch, die Brücke dort wiedererkannt zu haben. Und da ist es eben auch relativ schön erkennbar, wie man da teilweise in diesen Musikclips und Musikvideos von einer Szene oder von einem Ort zum anderen springt, was natürlich auch in so einem Clip einfach gerechtfertigt ist. Das soll wunderbar aussehen, soll eben die Zuhörer und Zuschauer an dieser Stelle verzaubern, genauso wie das natürlich auch hier bei den wunderschönen Eisenbahnfahrten der Fall ist, über egal welche Strecke, also was da manch einer Entwickler auf die Schiene setzt oder in den Computer reinsetzt, das ist schon wirklich ziemlich wunderbar. Und an dieser Stelle auch mal einfach an alle Entwickler im Train Simulator riesengroßes Dankeschön, dass ihr uns diese wunderschönen Kulissen eben teilweise ermöglicht. Und ja, ich bin gerade wieder vom Thema abgeschwiffen. Das Video von Ed Sheeran, ich glaube aus dem Musikclip von dem Video Perfect nannte sich das. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher und ich muss auch gestehen, ich bin bei den Songs jetzt nicht da, der, monoton Hörer, der sich da immer wieder dasselbe Video oder denselben Musiktitel reinzieht. Aber da sieht man eben sehr, sehr schön, wie man auch hier von der Arlbergbahn dann einen
ziemlich weiten Sprung macht. Und zwar, naja, bis hinter Innsbruck. Das müsste... Ach, ich habe den Namen von der Stadt vergessen. Auf jeden Fall auch auf der Strecke untere Inntalbahn. Und dort müsste im Zillertalbahnhof dann im nächsten Video, also in der nächsten Sequenz dieses Musikvideos, eben Ausschnitte von der Zillertalbahn gezeigt worden sein. Sehr, sehr schön. Und da hat man sich mit Österreich eigentlich eine wunderbare Umgebung für dieses Video gesucht. Ich finde das immer sehr imposant, wie gerade bei so Chaletbauten dann, wenn man da mit der Videokamera so ein, naja, leicht warmes, gelbliches Licht hat, irgendwelche Kerzen vielleicht noch in der Hütte leicht hin und her lodern, draußen an der Schnee niederrieselt und dann noch irgendwo im Wald. Also wirklich so, eine romantische Stimmung, muss man eigentlich sagen. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, aber zurück von der landschaftlichen Romantik beziehungsweise der baulichen Romantik zurück zur Eisenbahnromantik. Denn da hat natürlich die Arlbergbahn auch einiges zu bieten. Unter anderem den wunderschönen Arlbergtunnel mit seiner Länge von über 10 Kilometern müssten das sein. Der ja zwischen Langen und St. Anton am Arlberg existiert. Und ich glaube sogar der Bahnhof von Langen am Arlberg, der müsste von zwei Tunnelbauwerken umschlossen sein. Also man fährt aus einem Tunnel raus, dann geht's in den Bahnhof, Langen am Arlberg, und dann geht's schon wieder in den nächsten Tunnel hinein, der dann Richtung Bludenz runterführt. Dann kommt hier auch wahrscheinlich eine der ersten, nicht ganz so vollständigen Lawinenschutzgalerien, würde ich meinen. Da hat es wahrscheinlich schon die Hälfte weggerissen bei der letzten Lawine. Oder ich deute das nur falsch, es könnten auch... Ja, das ist keine Lawinenschutzgalerie in dem Sinne, sondern wahrscheinlich für einen kleinen Bach, damit er dort eben ungehindert abfließen kann. Und nicht eben den Bahndamm oder ähnliches wegspült. So, hier fahren wir ganz kurz durch die virtuelle Wand. Und dann erklimmen wir weiter den Arlbergpass. Wir haben es also nicht mehr allzu weit. 13 Kilometer, um genau zu sein, bis St. Anton am Arlberg. Eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Strecke, sowohl landschaftlich als auch für den Eisenbahnbetrieb. Klar, es ist eine eingleisige, müsste sogar noch als Hauptbahn zählen. Also, was heißt noch als Hauptbahn? Es ist eine der am stärksten befahrenen Strecken auch mit in Österreich. Und sie zählt zum Kernnetz der österreichischen Bundesbahnen. Also auch wenn sie eingleisig ist, dürfte sie damit zu den Hauptbahnen zählen. Und die Wichtigkeit der Strecke wird eigentlich auch nochmal schön daran deutlich, dass ja auch die österreichischen Bundesbahnen sich hier eben teilweise um einen zweigleisigen Ausbau bemüht haben. Und auch die Verkehrsdichte hier auf dieser Strecke ist durchaus relativ hoch. Ja, von Railjet-Zügen über Regionalzüge, über Güterzüge ist hier wirklich eigentlich auch alles anzutreffen. Das ist jetzt keine Strecke, die besonders dem Personenverkehr oder so vorgehalten ist. Aber man kann schon davon reden, dass überwiegend eben Personenverkehr hier abgehandelt wird. Und es stellt natürlich außerdem eine relativ wichtige Verbindung noch von Innsbruck auskommend in Richtung Deutschland her. Besser gesagt bis Lindau am Bodensee, wo ja dann entweder nach Lindau reingefahren werden kann oder wenn man eben den Weg in Richtung Schweiz nimmt, wo man natürlich auch den antreten kann.
Und von daher muss es ja auch gar nicht sein, dass der komplette Zug heute in Richtung, wow, 70 bitte nur, dass der komplette Zug heute in Richtung Lindau am Bodensee fährt, sondern ich gehe mal stark davon aus, dass eben unsere Schweizer Lokomotive, also 1116, 218 hier, den Weg in Richtung Wien, vielleicht auch tatsächlich Zürich, antreten wird. Und sich dann eben auf dem abzweigenden Streckenabschnitt verabschiedet. So, jetzt geht's wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Und dann jetzt bitte die 100. Ich lasse gleich die AFB auf 100 drinne, weil ich glaube, es geht. Oder? Geht's danach wieder runter? Ne, wir haben ein ganzes Stückchen. Okay. Dann gleich 140. Roadrunner aktiviert. Und dann dürfte es gleich Miep Miep machen. Der Zug hat es ein bisschen schwerer. Dann ein bisschen mehr Leistung, bitte. Ich stelle gleich die 140 ein, bis wir bei 100 sind. Da ist schon längst der Roadrunner durchgelaufen. Ja, oder auch nicht, weil er nicht aktiviert ist. Da habe ich zu schnell gedrückt. Das ist auch manchmal so eine Sache. So, jetzt ist der EFX-Sound an der richtigen Stelle. Springen wir wieder rein, in der Hoffnung, dass er jetzt verschwindet. Naja, mehr oder minder, ne? Nee. Oh. Nochmal EL1V. Also wäre es zumindest in Deutschland. Ja. So, Hauptschalter aus, Strom hin runter, ist unten, darf wieder nach oben, sobald der Zug durch ist. Ja, da hätte ich jetzt schon ganz gerne einen Roadrunner gesetzt, gerade bei der Auffahrt, aber du siehst jetzt auch hier, die Rolleigenschaften des Zuges sind so phänomenal gut, dass der hier mit 100 trotzdem noch durchzieht, also über 100 sogar. Strom hin wieder hoch. Ach Mann, das ist ein bisschen doof, dass hinten, dass man hinten landet, wenn man die normale Außenansicht wählt. Ja, das ist auch so ein Problem, das tritt irgendwie nur beim Railjet auf, wenn man den in Doppeltraktion fährt. So, und dann 130. Und nochmal volle Kraft voraus. Dann geht's gleich weiter mit 140. Und ja, man hört den EFX-Sound wieder. Da war er, der Roadrunner, und dann wieder auf 140. Ah, das macht echt Spaß, mit 140 hier über den Berg zu zischen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir jetzt schon sind, aber Streckenkilometer 95,1, das ist. Ja, wir sind im Scheitelpunkt schon mal ein ganzes Stückchen näher. Sagen wir es mal so. Dann müsste es auch gleich durch St. Jakob gehen. Das kleine Örtchen hier oben. Signal ist grün, wunderbar. Uiuiui, was wackelt denn unser Taurus jetzt so? Und in den nächsten Tunnel. Da kommt der Wolfsgrubentunnel. Zack. Sogar mit dieser betonierten Fläche davor. Wahrscheinlich für Feuerwehrfahrzeuge im Brandfall eines Zuges im Tunnel.
Was war da? Ich konnte es nicht erkennen. Es ist auch zu dunkel. Ich weiß nicht, wie stark wir runterbremsen müssen. 100, okay. Und St. Anton am Arlberg kommt auch gleich. Ja, das sah jetzt wirklich unkontrolliert aus. Sorry, aber ich konnte es nicht erkennen. Wir sollten uns da vielleicht auch einfach das Licht mal einschalten. Dann würde man das auch frühzeitig im Tunnel erkennen. So. Dann können wir hier auch entspannt mit dieser, ja, leicht nächtlichen Atmosphäre durch den Tunnel brausen. Und dran denken, da oben, wo es hell wird, da ist bereits Bahnsteigsanfang. So, Licht können wir schon dimmen. So, für alle Fahrgäste ist der Ausstieg in St. Anton am Arlberg in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier unseren Zug verlassen möchten und wünschen eine angenehme Weiterreise. Bleiben mit der Lokomotive hier schon, ja, halb im Tunnel stehen. So, bei 300 Metern. Und damit sollte der... Ach, doch nicht. Na gut, es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Türen in Fahrtrichtung rechts öffnen. Wir hätten doch bis ganz vorgemusst. Beim nächsten Mal. Da denken wir dann dran. So, gelbes T leuchtet. Die Türen sind damit geöffnet. Unser Kollege kommt. Grüß dich. Auch mit dem Railjet. Ja, normalerweise sollte die Begegnung der Züge nicht hier stattfinden, sondern ein ganzes Stückchen weiter vorne. So, Türen zu. Ist das geil. Ja, das ist eben mal so ein Vorteil an einem EFX Soundbug. Wir können so Spielereien machen, wie im Tunnel schön lautstark hupen. Das Makrofon muss natürlich auch mal geprüft werden, ne? Und damit Ausfahrt aus St. Anton am Arlberg. Licht an. Oh, der braucht viel Zugkraft. Mich wundert's auch, dass die Achsen gar nicht durchdrehen heute. Heute mal eine Fahrt ohne Radschlupf. Genau, und damit müssten wir uns jetzt im Arlberg-Tunnel befinden. Der längste Tunnel auf dieser Strecke. Und hier dürften meines Erachtens nach eigentlich gleich auch 140 gefahren werden. Oder 160 sogar. Oder wir bleiben halt auch bei 100. Kann natürlich auch sein. Ich dachte eigentlich, wir sind hier schneller unterwegs. Nee, scheinbar nicht. Na gut, dann muss das eben genügen. Ab jetzt muss die E-Bremse wirklich herhalten. Und gerade jetzt wird sich auch die E-Bremserhöhung definitiv auszahlen. Denn die wird jetzt hier drüben ganz, ganz, ganz fleißig die Kilowattstunden einsammeln. Alles, was dann hier unten an gelben Zahlen, ja, ich sag mal, nach oben schnellt, kann dem blauen Wert, also der verbrauchten Energie,
entgegengerechnet werden. Und ja, ich weiß, Energie kann nicht erzeugt und vernichtet werden, Energieerhaltungssatz, aber sie wird umgewandelt und ja, geht per se für unser Modell jetzt hier flöten. Und ja, bei dauerhaft aufgeschalteten 74 kN an Bremskraft, also quasi einer, ich sag jetzt mal, Dynamo-Schaltung, um das Ganze jetzt vereinfacht mal darzustellen, ist natürlich ein klein wenig größer als der Dynamo, den du am Fahrrad hast, aber im Grunde genommen werden jetzt hier die Fahrmotoren umgepolt und ja, wirken jetzt eben hier als Bremswiderstand. Wir sind ein kleines bisschen zu schnell, 2 km/h, das ist aber verkraftbar. Und ich sehe auch, wir halten heute gar nicht in Langen am Arlberg, sondern wirklich nur hier in St. Anton. Macht auch Sinn, weil ich glaube, Langen am Arlberg hat gar keinen so langen Bahnsteig, dass wir dort mit der Doppelgarnitur anhalten könnten. Aber naja, gut. Ist ja auch kein Problem. Dann bekommen wir wenigstens nicht noch mehr Verspätung. Wir müssten ja 15.32 Uhr in Bludenz ankommen. Ja, davon sehe ich jetzt noch gar nichts. Das können wir auch nicht reinfahren. Gerade auf so einer Bergstrecke, ja, da würde ich mich tunlichst davon zurücklehnen, hier irgendwie ja, Geschwindigkeitsübertretungen absichtlich zu provozieren, weil das ist wirklich ja, riskant. Aber das ist schön. Jetzt geht's entspannt den Berg runter, bis wir dann in Bludenz ankommen. Besonders interessant finde ich es ja auch dann, wenn man hier mit einem Güterzug runterfährt und der meinetwegen ein sehr hohes Gesamtzuggewicht hat, was die Lokomotiven dann wohl leisten müssen. Weil da ist dann ja wirklich Doppeltraktion, wenn nicht sogar Dreifachtraktion, wirklich schon von Vorteil. Falls eine Lokomotive aussetzt, eine als Reserve, eine Angstlokomotive quasi. Also eine Angstlokomotive bezeichnet eben eine ja, im Zugverband eingereihte Lokomotive, die nicht unbedingt benötigt wird, aber eben als ja, Reserve kurzum im Zug mitfährt. In dem Moment als ja, abgeschaltetes Fahrzeug, aber wenn sie eben gebraucht wird, kann sie relativ leicht dazu genutzt werden oder dazu geschalten werden, sage ich jetzt mal. Genau. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kann das jetzt zufällig jemand beurteilen, der entweder an der Strecke schon unterwegs war oder einfach die Kenntnis darüber hat oder vielleicht sogar Triebfahrzeugführerin auf dieser Strecke ist, ob hier auch tatsächlich Schubbetrieb noch tagtäglich im Gange ist, weil ja, für besonders schwere Güterzüge wird das sicherlich der Fall sein, dass hier ein Schublok benötigt wird. Gerade wenn man ja, von Bludenz aus in die Steigungen hineinfährt, da rechne ich doch schon damit, dass besonders lange, besonders schwere Güterzüge da einer dritten Lokomotive bedürfen. Eben als nachschiebendes Fahrzeug. Und ich glaube, auch bei der ÖBB gibt es da gewisse Regelungen, ja, eine Art Grenzlast, wie ich sie jetzt aus Deutschland kenne, für Steilstrecken oder besonders steile Strecken. Das sind nicht alles Steilstrecken gleich, nur weil sie steil sind. Da gibt es bestimmte Promillegrade, die da erreicht werden müssen, damit eben eine Strecke als Steilstrecke gilt. Und wir sollten dann eigentlich auch gleich Glück haben. Weil wir müssten, ich glaube, auf beiden Tunnelseiten die alten bzw. die neuen Tunnelportäler sehen können. Da vorne müsste nämlich auch gleich schon das Ende des Tunnels in Sicht sein. Der Bahnhof von Langen am Arlberg kommt. Wir sollten zwischenspeichern. Ganz wichtig an der Stelle. Weil jetzt in dem Moment lädt der Computer alles nach, was da draußen irgendwie ja, sichtbar sein sollte.
kann es gerne mal zu Problemchen kommen und die möchte ich gerne vermeiden. Grüß dich, Kollege. Noch ein Kesselwagenzug. Mit Shell und ja, Vascosa wahrscheinlich. Ah, nee, man sieht's nicht. Schade. Aber hier geht's in den nächsten Tunnel hinein. Und auch wenn das jetzt hier so zwei Tunnelröhren nebeneinander sind, das vereint sich dann hier drin wieder. Also das ist ein großer Tunnel. Die drei Gleise werden dann hier vorne auch gleich wieder zusammengeführt auf einen zweigleisigen Streckenabschnitt. Hier ist gerade drüben die Weiche. Und dann gibt es auch hier nochmal eine Runde Bremse auf 70. Das Führerbremsventil ist angezogen. Jetzt wieder gelöst. Mal gucken, ob es die E-Bremse alleine handeln kann. Ah, die Geschwindigkeit halten kann sie auf jeden Fall schon mal. Mit 240 kN Gegenbremskraft. Unglaublich. Die ist aber wirklich schon am Anschlag. Also mehr geht nicht. Ich bremse nochmal ganz kurz nach. So, und auf den Meter genau die 70 eingehalten. Wunderbar. So macht Eisenbahnfahren wirklich Spaß. Wenn das einfach so, ja, ich sag mal, perfekt abgestimmt ist schon fast. Wir werden jetzt immer mal mit der Luftdruckbremse ein bisschen nachregeln müssen, weil ganz wird wahrscheinlich auch die E-Bremse nicht ausreichen. Wir werden stellenweise dann die zusätzliche Vmax überschreiten, die Höchstgeschwindigkeit. Also V halt der Buchstabe in der Physik für die Geschwindigkeit und Vmax ja, bezeichnet dann eben bei der Bahn abgekürzt die Höchstgeschwindigkeit. Ja, und jetzt geht es den Berg runter. Und zwar die ganze Zeit, bis wir wieder in Bludenz ankommen. Oder überhaupt in Bludenz ankommen. Das müsste jetzt auch die erste vollständige Fahrt sein, die wir gemeinsam über die Arlbergbahn von RSSLO durchführen. Davor sind wir die immer nur in Abschnitten, in Teilabschnitten gefahren. Das hier müsste die erste vollständige Tour ja, über den Arlbergpass sein. Und das noch mit dem Railjet. Welch eine Ehre. So, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, wir lassen die E-Bremse manuell einfach eingelegt. Ich möchte das jetzt gerade nicht so wirklich komplett der AFB überlassen. Die müsste ja auch bei Geschwindigkeitsübertretung dann noch mit der Luftdruckbremse hinzuwirken können. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon mal bei 420 kN und ich gehe stark davon aus, dass wir unsere 700, 750 oder was ich gesagt hatte, dann noch erreichen werden. Wir haben insgesamt noch... Bis bald am Arlberg ist es nicht mehr so weit. Aber 20 Kilometer vor uns, die wir jetzt hier bis Bludenz zurückzulegen haben. Also gut 25 Minuten bis 30 Minuten noch an Fahrzeit. Das ist auf jeden Fall reichlich. So, und das wird jetzt hier gleich unsere Gelegenheit sein, in Wald am Arlberg, um die E-Bremse rauszunehmen und es der AFB zu überlassen, die ja, Bremskraft vorzuwählen. Jetzt hat die perfekt den Moment bekommen, um eben hier wieder zu übernehmen. Weil jetzt hat sie den Vorteil, sie hat hier einen ja, begradigten Bahnhof.
also wo wenig bis keine Schieflage ist. Und da wir aber trotzdem noch bei 71, 72 Kilometern pro Stunde waren, hat die AFB jetzt hier eingegriffen und das macht sie auch jetzt wunderbar. Sie steuert dann, wenn die E-Bremskraft nicht ausreicht, mit der Luftdruckbremse nach. Ne, wir sind bei 240 kN und jetzt hier, wenn sie bei 71, 72 ist, ach na gut, dann schaltet sie die aber ab. Das ist nicht so schön. Die AFB war nicht so brav, wie ich es mir gedacht hatte. Weil irgendwie löst sie dann in dem Moment. Die Luftdruckbremsen komplett. Und die E-Bremse auch. Was ich nicht verstehe, weil sie ist ja trotzdem noch zu schnell, die AFB. Aber die hat scheinbar einen so einen, naja, Triggerpunkt, der dann da von dem Software-Ingenieur, der das System entworfen hat, also jetzt bezogen hier auf den Computer, wie sich der echte Ranger da verhält, kann ich keine Auskunft zu geben. Aber bei dem Triggerpunkt wird er halt vollständig die Bremse lösen und eben erst dann wieder die Bremse anlegen, wenn dieser Punkt überschritten ist. Und ja, auch für die Luftdruckbremse ist das jetzt hier, auch trotz dieser ziemlich starken Gefälles, relativ angenehm, weil die Luftdruckbremsen werden nur für einen ganz kurzen Moment immer mal benötigt, um eben abzubremsen, um nachzubremsen. Aber der Rest ist vollständig auf die elektrische, auf die dynamische Bremse, sage ich jetzt einfach mal. Also auf die E-Bremskraft ausgelagert. So, 560 haben wir schon. Oh, das ist ja immer noch da. Das Geräusch. Ja, vielleicht auch ganz kurz was zur EFX-Soundunterstützung. Das ist eigentlich so ein Modul, was auf Strecken und bei Fahrzeugen eben die Soundkulisse verändern soll. Wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade eben in so einer Lawinenschutzgalerie befindet, wenn man über eine Brücke fährt, wenn man in einem Tunnel drin ist, damit sich das eben anders anhört, weil in der Realität wirst du vielleicht auch aus dem Passagierbereich schon mal mitbekommen haben, wenn du im Zug sitzt oder gleiches gilt auch für ein Auto, wenn du dort zum Beispiel durch einen Tunnel fährst, dann verändert sich die Geräuschkulisse, eben weil der Schall ja an die Tunnelwand geworfen wird, an meinetwegen eine Lärmschutzwand geworfen wird und dann direkt wieder zurück und abprallt und aufs Auto trifft und dadurch klingt das eben anders, als es zum Beispiel auf der freien Strecke, auf der freien Straße der Fall ist. Und genau das soll eben mit dem EFX, mit dieser EFX-Unterstützung erreicht werden. Aber wie man sieht, sind wir zu schnell und wie man sieht, funktioniert, oder wie man hört, funktioniert diese EFX-Unterstützung leider gerade nicht so gut. Ja, und hier nochmal so eine Stelle mit eben einer Heißluftortungsanlage oder Festbremsortungsanlage, FBOA oder HOA. Und hier unten sind dann diese Lasermesspunkte. Ja, was nicht so ganz übereinstimmt, ist die Kilometrierung an der Überwachungsstelle mit den Kilometern hier an der Strecke. Streckenkilometer 121 sind wir mittlerweile. So, und hier schleicht sich auch unser Zug nochmal ganz kurz um die Kurve. Und damit steigen wir aber auch wieder in den Führerstand. 60 sind hier nur zugelassen. Beziehungsweise gut, jetzt wieder 70. Aber wie schon zu Fahrtantritt angemerkt, es ist hier wirklich ein ständiges Auf und Ab mit den Geschwindigkeiten. Naja, 60 sind eigentlich noch, aber ja gut, jetzt können wir auch die 70 einstellen. Und auch hier sollten wir wieder mit der Luftdruckbremse nachregeln. Das ist eigentlich jetzt eine relativ entspannte Fahrweise so bergab.
hin und wieder mal zum Führerbremsventil bzw. der Luftdruckbremse eben greifen, kurz nachregeln und dann pendelt sich die Geschwindigkeit eigentlich meistens wieder ein. Aber ich sehe gerade, gar nicht gut, unsere E-Bremserhöhung hat sich abgestellt. Genau. Ich möchte nämlich wieder die 240 kN an E-Bremskraft zur Verfügung haben. Dann brauchen wir auch nicht so oft nachregeln. So, 65 darf gefahren werden. Das ist jetzt wieder die österreichische Spezialität. Ja, aber wir lassen den Zug jetzt hier rollen. Die E-Bremse, die E-Bremse bleibt auch drinne. Der Zug wird jetzt sowieso ganz langsam, Stück für Stück, so in Einkammer-Schritten immer wieder etwas schneller werden. Und dann bei 65 selbes Prozedere wieder. Luftdruckbremse rein und etwas nachziehen. Ja, auch sehr schön. Hier oben die Felsformation, richtig cool gemacht. Wirklich imposant. Sehr, sehr, sehr cool. So, der nächste Tunnel. Und das ist eben auch so eine Besonderheit für die, ja, ich sag mal, westliche Rampe. Im westlichen Teil der Arlbergbahn haben wir eine sehr große Anhäufung an Tunneln, Brücken, Überwerfungsbauwerken, Lawinenschutzgalerien und so weiter und so fort. Und besonders hier sind natürlich auch diese, ja, am Hang gebauten Gleise nochmal sehr, sehr, sehr stark als, ja, ich sag mal, Spezialität der Arlbergbahn zu nennen. Ne, auch hier wieder die, ja, künstlich errichteten Trassierungen in dem Moment, wo man wirklich auch noch mit Steinen unten drunter, drunter gemauert hat, damit eben das Gleis irgendwo einen Platz hat, wo die Züge fahren können. Und so wie es aktuell aussieht, wäre da sogar mit ein bisschen Gleisverschiebung und einer leichten Verbreiterung der Strecke es denkbar möglich, dass man da auch noch ein zweites Gleis daneben bekommt. Ja, und die Chance hat man hier vorne auf jeden Fall nochmal genutzt. Aber das dürfte speziell für den Haltepunkt für den Bahnhof hier, für die Hintergasse, als Ausweichmöglichkeit mit eingebaut worden sein. Und hier auch ziemlich cool, das Gleis, was hier zum Rangieren bzw. für den Verschub genutzt wird, wo sicherlich auch, ja, Lokomotiven hin und wieder mal abgestellt werden oder wurden, das hat man natürlich auch begradigt, weil man natürlich nicht will, dass die Lokomotive, ja, da die ganze Zeit schräg steht, beziehungsweise auch für Verschubvorgänge, für Rangiervorgänge ist das nicht so sonderlich optimal, wenn da, ja, in der schiefen Ebene rangiert oder verschoben werden muss. Ja, und allzu weit dürften wir mittlerweile auch nicht mehr vom Zielbahnhof Bludenz entfernt sein. Wir haben noch rund 10 Kilometer, bis wir in den Hauptbahnhof einfahren. Und ja, damit würde ich mal so auf eine Länge der Steilstrecke von ca. 8 Kilometern noch schätzen. Ungefähr 2 Kilometer würde ich der Strecke dann nochmal geben, die sie eben in der, ja, waagerechten in den Bahnhof hinein benötigt. Und auch wenn wir hier links runter gucken, das ist zwar noch deutlich, deutlich tiefer als vorhin schon, aber so weit ist es gar nicht mehr, bis wir auf dem, ja, Boden der Tatsachen im wahrsten Sinne des Wortes ankommen. Und die E-Bremse können wir wieder mal ein Stückchen lösen. Und genau, wenn wir uns dann eben in, ja, roundabout 8 Kilometern dem Erdboden oder dem Tal wieder angenähert haben, dann sollten es auch nur noch wenige Sekunden sein, bis wir dann eben in den Bahnhof einfahren. An der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz der Hinweis, weil das hatte ich während des gesamten Videos eigentlich noch nicht erwähnt. Wir sind unterwegs mit dem RWA Railjet Advanced bzw. dem Advanced Taurus. Dieser ist bei Just Trains zu erhalten, unter der Webseite www.justtrains.com, würde ich meinen. Und die Strecke selbst, die Arlbergbahn, ist das Werk von RSSLO
Und diese ist erhältlich über www.rsslo.com. Wenn ich es nicht vergesse, setze ich es auch nochmal unten in die Beschreibung mit hinein. Und ansonsten kannst du mir sehr, sehr gerne auch deine Meinung zur aktuellen Fahrt mit unten in den Kommentaren mitteilen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Positives wie Negatives. Beim Negativen sollte es natürlich konstruktiv sein. Das Spielchen, ja, kennst du schon. Und ja, so viel nochmal als, ich sag mal, Randinformationen zur Strecke. So, wachsam haben wir gedrückt. Zweimal grün, einmal gelb. Das heißt für uns, weiter geht's mit 60. Und bei so kleinen, ja, Geschwindigkeitssteps können wir auch direkt auf die 60 mit der AFB vorwählen. Das sollte die dann eigentlich von selbst machen. Insofern die nötige Bremskraft überhaupt vom Zug aufgebracht werden kann. Aber der agiert hier gerade nur mit der E-Bremse und lässt die Luftdruckbremse außen vor. Ich bremse nochmal ganz kurz mit dazu, dass wir hier am Signal die korrekte Geschwindigkeit haben. Und dann hier nochmal. Genau. Wachsamkeitstaste betätigen und weiter geht's mit 60. Ist eigentlich immer relativ leicht zu merken in Österreich, bei der Signalbauform. Zweimal gelb, einmal grün heißt 40, zweimal grün, einmal gelb sind 60. Und also erwarten, das ist ja nur die Vorankündigung und nicht das Hauptsignal. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ähneln die österreichischen Signalbilder auch denen aus Deutschland an vielen Stellen ganz schön gut. Ja, 60, komm. So, ein letztes Mal für heute durch den Bahnhof Bratz. Mit B geschrieben, ohne G. Das Städtchen mit G ist dann doch nochmal etwas größer. Was? Wie denn das? Wo kam denn die jetzt her? Das Hauptsignal hat doch einen Fahrtbegriff gezeigt. Der Tausender war aktiv. Heißt, auf unter 85 runterbremsen. Wir sind unter 85. Ein 500er gab's hier nicht. Keine Ahnung, wo die herkamen. Oder ich habe irgendwas übersehen, was mir, ja, komplett entglitten ist. Naja, gucke ich in der Auswertung dann nochmal. Wir dürfen das Anfahren nochmal nur üben. Bremse lösen. Einen Moment Geduld. Und dann geht es hier auch wieder neu los. Jetzt auf VMAX 40 erstmal beschleunigen, weil das Wechselblinken aktiv ist. Und dann können wir es hier nochmal neu probieren. Ja, können wir direkt noch zwischenspeichern. Und nochmal neu loslegen. Komm, wir haben jetzt schon so viel Verspätung. Na gut, solange der Tausender an ist, können wir uns gar nicht befreien. Sachte, 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 sachte. Na, schön bei 40 bleiben. Ich weiß, es ist verlockend, schneller zu fahren. Aber wenn wir es machen, dann kriegen wir eine von der PZB geknallt. Und dann heißt es wieder Zwangsbremsung. Ja, wir kriegen hier auch noch nicht unsere 240 kN raus an E-Bremskraft. So, jetzt bin ich so fies. Genau. Bremsen sind gelöst und dann mit etwas mehr Glück jetzt in Richtung Bludenz. Ja, das war auch heute mal eine etwas längere Fahrt. Ich habe mir gedacht, wir könnten uns auch einfach mal eine längere Fahrt schnappen. Aus dem Grund, weil so oft die Frage kam, ja,
gibt es Strecke oder können wir mal die Strecke von Hamburg nach München fahren oder können wir mal die Strecke von Berlin nach Aachen fahren? Und da muss ich jetzt leider die meisten da draußen von euch enttäuschen. Sowas ist leider nicht möglich. Handelt sich jetzt nicht unbedingt um diese beiden Orte, sondern es geht immer darum, was für Strecken gibt es auch hier im Train-Simulator. Also welche Strecken sind im Spiel vorhanden und nur die können natürlich auch gefahren werden. Und außerdem ist noch zu beachten, dass eben so Strecken im Simulator hier nicht unendlich lang sein können. Die haben eine gewisse Obergrenze, weil ansonsten in den meisten Fällen eben der Speicher vollläuft. In den 64-Bit-Varianten oder in der 64-Bit-Variante des Spiels sollte das eigentlich mittlerweile kein Problem mehr sein. Aber ich kann auch aus Erfahrungsberichten sagen, dass gerade Strecken, die sehr, sehr, sehr lang sind, doch immer wieder dazu neigen, ja, abzustürzen und den Arbeitsspeicher unnötig zu belasten. Und das ist eben so ein Problem, was wir im Train-Simulator immer wieder haben werden und was wohl auch, ja, mit aktuellen Aussichten wahrscheinlich nie behoben werden wird. Deswegen also so Wunschstrecken, das ist meistens nur auf kurzen Distanzen möglich. Wenn die Strecken im Simulator im Spiel vorhanden sind, aber in den meisten Fällen ist das leider eben nicht der Fall. Was mich persönlich ja noch richtig reizen würde für den Simulator, was auch definitiv entwickelbar sein sollte, wären so Strecken, jetzt mal bezogen auf Österreich, wie zum Beispiel Wien, ich glaube Wien Westbahnhof nach St. Pölten. Das müsste die Hochgeschwindigkeitsstrecke sein, Teil der Westbahn, glaube ich. Ja, müsste Teil der Westbahn sein, wo man mit wirklich sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten dann durchs Tullner Feld rast. Und das ist wirklich so ein Traum, den habe ich eigentlich nicht nur im Simulator, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein Traum, den verfolge ich auch schon längere Zeit in der Realität, den ich gerne wahr werden lassen würde. Einfach im Tullner Feld mit einem Railjet oder sei es auch ein ICET, haben ja beide Fairmax 230, das mal zu realisieren oder auch meinetwegen mit einem DB-ICE auf der Strecke. Der ICES war ja dort auch lange Zeit unterwegs. Das wäre wirklich noch so ein Traum. Also einmal durchs Tullner Feld brettern mit einem Hochgeschwindigkeitszug in Österreich. Boah, muss total genial sein. Oder unter anderem, aber das bezieht sich dann wieder auf Deutschland, gerade so ein richtig starker Drang zur Baureihe 103. Das würde ich auch mal gerne noch miterleben. Die 103er im Hochgeschwindigkeitsverkehr. Aber ja, das sind alles so Träumereien. Ob sie in Erfüllung gehen, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Aber wenn, dann lasse ich es dich wissen. So, E-Bremskraft bitte nochmal weg. Zugdach nochmal rollen. Und dann fahren wir hier unten gleich nach dem Linksbogen in unseren letzten Rechtsbogen ein. Und dann haben wir eigentlich auch schon den Hauptbahnhof gleich vor der Nase. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, gerne Däumchen nach oben geben, hatte ich im Video schon erwähnt. Hinterlass doch gerne einen Kommentar, was dir gefallen hat, was nicht so gut. Und werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. In diesem Sinne fahren wir jetzt in Bludenz ein. Ah, schön. Hier steht auch nochmal wahrscheinlich ein Schotterzug. Vorne dran hängt eine 189er. Haben wir auch während der ganzen Fahrt nicht gesehen, die schönen Loks. Eigentlich nur Taurus-Lokomotiven heute. Aber ist auch nicht schlimm. Das sind beides tolle Loks. So, anhalten. Halt erwarten. Genau. Die voraussichtliche Ankunft in... Oh, wachsam. Jetzt hätte ich es fast verpennt. Das letzte Mal Wachsamkeitstaste betätigen. Nein, nein. Ja, unsere voraussichtliche Ankunft in Bludenz ist um... Ja, ist nicht angegeben. Ist auf jeden Fall mehr oder weniger erreicht. Der Ausstieg erfolgt heute auf Bahnsteig 3 in Fahrtrichtung rechts. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen,
die das Angebot unseres Railjet-Zuges wahrgenommen haben und wünschen allen hier außen umsteigenden Fahrgästen noch eine angenehme Reise. Das Zugpersonal wird sich hier von ihnen verabschieden und wechselt in Bludenz. Genau, und wenn es auch dir gefallen hat, nochmal der Hinweis, gerne Däumchen nach oben. Wenn nicht, dann ja, leite Däumchen nach unten. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall bei einer der nächsten Fahrten im Train Simulator wieder. Und genau, wenn du das ganze Vorhaben hier mit der Eisenbahn, mit den schönen Strecken unterstützen möchtest, dann steht es dir frei, auf freiwilliger Basis den Kanal zu unterstützen. Entweder ja, durch die Affiliate-Links, die sich unten unter dem Video nochmal in der Beschreibung befinden, oder über den Spendenknopf auf der Webseite. Wie gesagt, das Ganze ist aber auf freiwilliger Basis. Ich würde mich freuen über deine Unterstützung, aber es ist natürlich nicht verpflichtend. In diesem Sinne, noch einmal, Türen auf, ein letztes Mal für heute, auch hinten an unserem Steuerwagen, und die Fahrgäste dürfen sich dann hier in Bludenz, ja, vom Acker machen. Genau, wir springen nochmal vorne an die Lokomotive und mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich für heute. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.